Hallo, mein heutiger Gast, der kommt aus einer Gegend, wo ich schon ein paar Mal Ferien machen durfte, nämlich aus dem wunderschönen Tirol. Phil Olavide, schön, dass du dir Zeit nimmst für diesen kurzen Talk. Wir haben viel zu besprechen, dein neues Album, aber du warst auch vor kurzem zum ersten Mal auf einer Bühne in der Schweiz, nämlich am Schlagerfestival in Wittenbach. Was hast du für Eindrücke mitgenommen? Ja, nur schöne. Also das war für mich auch selber ein großes Erlebnis. Und ich habe mich da pudelwohl gefühlt auf dieser Bühne. Vor allen Dingen, mir ist vorgekommen, es war ein bisschen wie ein Familientreffen. Der Charlie war da mein Produzent und auch die Titel, die ich in der Schweiz produziert habe, habe ich dort präsentiert und ist eigentlich alles wunderschön gewesen. Und du sprichst gerade deine neuen Titel an. Die sind ja jetzt zusammengefasst auf der neuen Scheibe, die wir hier hinter uns haben, mit dem Titel Tanzen gehen. Ist das jetzt eine Aufforderung an uns alle oder ist das dein persönliches Ziel, dass du vermehrt tanzen gehen willst? Ja, ich bin eigentlich nicht so der Supertänzer. Der Titel passt aber für die Zuhörer. Und das soll diese Aufforderung zum Tanzen gehen, zum fröhlich sein, zum lustig sein und sich wohlfühlen. Du bist nicht so der Supertänzer, hast du gesagt, aber du gehst schon ab und zu tanzen. Ja, natürlich, das schon. Und ich bin ein leidenschaftlicher Fuchstänzer und deshalb schreibe ich auch solche Titel, die was zu mir passen. Es sind alles wirklich tanzbare, coole Schlagersongs, die du hier auf diese Scheibe gepresst hast. Was mir persönlich aber auffällt, es hat 4 Lieder dabei mit spanischen Titeln. Titel wie zum Beispiel Yo te amo oder Vive tu vida. Wie kommt es zu diesen spanischen Titeln? Meine Herkunft ist von Spanien. Ich bin zwar in Tirol geboren, aber mein Vater war ein Spanier. Er kommt aus La Coruña, ganz im Norden von Spanien. Und ja, deshalb habe ich mir jetzt gedacht, bei diesem Album traue ich mich jetzt einmal ein paar spanische Einwürfe zu machen, weil es kommt doch ganz sauber rüber, gerade ich liebe dich, yo te amo und lebe dein Leben, vive tu vida und solche Dinge, die habe ich jetzt einfach in meine Songs eingebaut und es scheint, dass das ganz cool rüberkommt. Also hat es ein bisschen mehr Emotion drin in dieser Sprache oder wie siehst du das? Ja, es ist natürlich der deutsche Schlager ein bisschen mit Spanisch drauf und das kommt ganz gut an. Jetzt hast du deine CD ja präsentiert im Tirol auf einer Autobahnraststätte. Also wie kommt es dazu? Habt ihr keine größeren Säle oder hat das symbolischen Charakter? Doch. Wir selber haben in Zerfaus gibt es auch einen großen Saal. Vielleicht warst du dort schon mal ein großes Kulturhaus. Das führen wir auch selber. Aber ich unterrichte auch die Steirische Harmonika in Imst. Also, und das ist ja ganz in der Nähe. Und ich habe auch schon eine ganz coole Fanbase in dieser Region, die was mich eigentlich alle schon kennen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich gehe da runter, dass es, sagen wir mal so, auch für diese Personen leichter zu erreichen ist. Und das war auch die richtige Entscheidung. Schauen wir mal ein bisschen noch zurück auf dein Leben. 1995 ist deine erste CD erschienen. Also du hast schon als kleiner Bub Musik gemacht. Wie kam es dazu? Ich habe wirklich mit den jungen Jahren bereits bei der Blasmusik angefangen, mit Klarinette und Saxophon, war dann auch Kapellmeister und so weiter. Aber dann hat mich das Singen immer mehr und mehr herausgefordert, sagen wir so. Und dann habe ich die Gitarre erlernt und habe dann in einer Band gespielt, mit 16 Jahren, das hat geheißen Mark Brothers. Das waren 4 Brüder und die haben einen Sänger gebraucht und dann war ich der Leadsänger. Und so bin ich eigentlich zum Singen gekommen und dann habe ich einen Freund kennengelernt aus meinem Ort, der Ingo Stecher heißt er, auch ein sehr guter Musikant. Und da haben wir ein Duo gegründet und da sind wir eigentlich wirklich bis nach Chicago gekommen. Wir waren wirklich spitzenmäßig unterwegs im Duo. Und dann waren wir im Trio mal unterwegs, das hat geheißen Tirol Pur, eine Band zu dritt und dann mal zu viert. Und dann ist es irgendwie zerbrochen. Mit Freundschaft zerbrochen, aber jeder ist einen anderen Weg gegangen. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, dass ich dann wieder solo anfange. Du warst also zuerst in Chicago, bevor du mal in der Schweiz aufgetreten bist. Seit 15 Jahren jetzt mittlerweile, Phil, schreibst du deine Lieder selbst, du textest, du komponierst. Was macht für dich einen guten Schlagertext aus? Der Inhalt. Es muss ein Thema geben für mich und dieses Thema finde ich natürlich relativ schnell und dann geht es ins Eingemachte, wo ich mich einfach da hersetze und sage, um was geht es eigentlich in diesem Song? Wenn es eine Ballade ist, eine Liebesballade, geht es natürlich um die Liebe und ich will damit auch die Menschen irgendwie erreichen. Das heißt,
ansprechen, sodass sie dann sagen, ja, das ist nicht nur irgendein cooler, lässiger Schlagerrhythmus, sondern der Inhalt muss für mich stimmen, sodass es ein Thema ist, was die Leute berührt. Kannst du noch ein Beispiel machen von der aktuellen CD? Also was für Themen hat es hier drauf, die mit dir persönlich in Verbindung stehen? Mit mir persönlich ist es da jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Das sind Themen, die was aus dem Leben gegriffen sind. Also ich habe schon mehrere Alben geschrieben und das ist jetzt ein Album eigentlich für die Zuhörer. Also Themen, die was allgemein berühren, die was jetzt nicht mich alleine berühren. Da gibt es ganz andere Themen logischerweise, aber das ist jetzt wirklich ein Schlageralbum für die Zuhörer. Dann hoffen wir, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch Freude haben mit diesem Album. Ich bin davon überzeugt. Phil Olavide, vielen herzlichen Dank für diesen kurzen Talk. Etwas nimmt mich noch Wunder, ganz zum Schluss. Wann gibt es den Videoclip zu Tanzen gehen mit deinen Tanzeinlagen? Mit meinen Tanzeinlagen? Ja, wir sind in Planung. Es werden mehrere Titel noch verfilmt, mitunter auch dieses Tanzen gehen. Das wird aber vermutlich dann in Deutschland passieren. Außer es gibt dann in der Schweiz eine coole Disco, wo man das machen kann, weil es ist auch der Inhalt. Ja, und die Sterne und die Berge gehören auch dazu. Und es gibt auch den spanischen Titel Hey Compañeros, heißt das. Und da gibt es eine Art Clubtanz dazu. Das werden wir dann in der Schweiz drehen. Und da habe ich auch schon Kontakte nach Zürich und habe da auch schon eine Choreografin gefunden, die was mir das dann wirklich professionell rüberbringt. Das wird wahrscheinlich Juli, August passieren. Wir dürfen also gespannt sein und vor allem auch ihr daheim könnt gespannt sein. Wir werden noch einen Haufen hören vom Phil Olavide. Danke vielmals.